Einen wunderschönen guten Morgen aus Ohrid. Ihr seht, hier steht Wenner. Ich habe hier eine wirklich gute Nacht verbracht. Also wahrscheinlich liegt es daran, dass es hier nicht mehr ganz so heiß ist. Nachts, tagsüber schon. Und ich war schon dort im Bäcker. Also ihr seht, die Lage ist super hier. Und habe mir einen Latte und einen Pfannkuchen geholt. Und jetzt gehe ich zu dieses Hotel, wo ich gestern gegessen habe. Und nutze das WLAN und frühstücke auf so einem Sitzsack am Strand. Also Wasserschlangen gibt es auf jeden Fall. Die hat sich gerade ein Stück, zeige ich euch gleich, von einem Totenkrebs ergaunert. Oh, Smia. Smia? Smia. A snake. Snake. Hm? Snake. Und da hat sie dran aufgefressen. Aber der bewegt sich noch, weiß nicht, was sie sich da geholt hat. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Ich war jetzt im ältesten See der Welt baden. Ist doch auch mal was, oder? Wart ihr schon im ältesten See der Welt baden? Da filmt einer mit der Drohne. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Seht mal, wie grün das Wasser da unten ist. Richtig glasklar. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Hört ihr das? Wer singt denn da so schön? Hier werden unter diesem Gebäude Ausgrabungen gemacht. Das ist übrigens die Clementkirche. Da findet gerade eine Hochzeit drin statt. Darum haben die Glocken so schön geläutet. Schaut doch mal, wie süß die hier wohnen. Mit den ganzen Pflanzen und so. Richtig hübsch. Das ist das antike mazedonische Theater. Ich habe mir erstmal ein Eis geholt. 100 Dinar. Ihr müsst durch 62 rechnen. Ich habe jetzt einen 6,5 Stunden Boottrip gebucht. Hier ist mein Ticket.
und muss vorher noch ganz schnell was zu essen finden, weil es gibt dann erst Mittag wieder und hatte ja noch nicht wirklich Frühstück heute. Und in 10 Minuten legt das Boot ab. Ich habe mir jetzt hier ein Peanut Butter Tata ausgesucht und ein Blueberry Mojito. So, ich habe ein Boot gefunden, sitze schon hier drauf. So ein Mini-Katamaran und werde ungefähr 6,5 Stunden hier an der mazedonischen Küste in, auf dem Ovid-See entlang fahren. Die erste hat schon ihren Hut verloren hier. Den müssen wir jetzt holen. Das Wasser ist wirklich sehr klar hier. Seht mal. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year. Hier war ich vorhin baden. Be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Diese Insel gehört dem Staat Mazedonien und die Häuser, die hier zu sehen sind. Das ist die Residenz von Tito, dem Präsidenten hier. Und das Einzige, was es dort privat gibt, ist dieses private Hotel. Alles andere gehört dem Staat. I've changed for the better this time. Wir machen hier Party hinter mir. Da drüben, das ist alles schon Albanien. Dahinter ist der Prespassee. Und das ist alles Albanien. Wir sind hier nämlich direkt an der Grenze, die wir nicht überschreiten dürfen. Jetzt um die Ecke kommt der letzte Ort im Lande Mazedonien. Das ist jetzt hier ein Museum oder ähnlich. Hier kann man nur vom Wasser aus her. Also man muss mit dem Boot kommen. So, hier ist mein Boot, mein Captain. Und wir bleiben jetzt 15 Minuten hier und können uns alles anschauen. Hier seht ihr die heilige Kirche Mutter Gottes Sarumska, also Zaum. Sie gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Marienkirche wurde 1299 erbaut und befindet sich im Ort Zaum, also am Ostufer des Ovid-Sees. Bemerkenswert hier ist das sehr, sehr seltene Fresko der heiligen Mutter, die den Gottessohn stillt. Hier ist nochmal mein Boot und das sieht hier so schön aus, das Wasser. Wie am, weiß ich nicht, Indischen Ozean. Der Captain hat übrigens gesagt, ich soll jetzt hier schwimmen gehen, weil hier ist die tiefste Stelle vom ganzen See. Hier ist das Wasser 200, 300 Meter tief. Aber ich bin noch nass von vorhin. I've changed for the better this time.
I thought I would never be fine. Das ist übrigens das Kloster Svetinau. Ui, jetzt sind wir aufgesessen. Das ist okay. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm so, 2,5 Stunden Aufenthalt. Natürlich werde ich erstmal was Leckeres essen. Und vom Kloster da oben soll man einen sehr guten Ausblick haben. Den werde ich dann genießen. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Wir sind hier einfach viel zu viele Leute. War wieder typisch. Ich wollte hier, hab mich da zu einem Restaurant gegoogelt und der ruft ganz laut: Hallo! Und ich, das ist der militärische Bereich schon und da ist schon die Grenze zu Albanien. Hier kann man auch noch mal mit dem Boot fahren und zwar zu einer Quelle von diesem Fluss. Und ich gehe jetzt hier erstmal ins Restaurant was essen. Ah, es ist echt gemütlich hier und kühl im Schatten, aber wir mal schauen, was es Leckeres gibt. Ich sitze hier und warte auf den Kellner und denke, was poltert denn hier neben mir? Die geben sogar Töne von sich. Since I'm traveling around the world, every day there's something new. Like a child I learned to roll and turn all the things I thought I knew. There are so many ways to think and live, it's so colorful and bright. All the prejudices inside my head, I lay them by my side. Isn't it life how it should be? Adventure hearts and young in mind, just to be wild and free. Kleine See besteht aus mehreren Quellen und alle zusammen fließen dann in den Ortsee. Nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes, and ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Tatsächlich kommt man auch mit dem Auto hierher, muss dann allerdings hier auf dem bewachten Parkplatz stehen bleiben, denn in die Innenstadt darf man als Tourist nicht fahren. Hier gibt es eine Stadtmauer. But I'll be okay. I move on each and every day.
The past is where it stays, way back a year ago. Ja, immer gern aus jedem Land was mit und unterstütze die Locals, aber meistens ist es ja Schnullifuz und ich wünsche mir halt immer irgendwas zu konsumieren, was ich auch brauchen kann. Und schaut mal, diese schöne Vase, oder man kann sie auch als Kanne benutzen, habe ich jetzt hier für 3 Euro gekauft. Ist die nicht schön? Hey Mama, Mama. Genau. So, es geht jetzt zurück. Ich glaube, das war unser letzter Haltepunkt hier. Und ja, wenn ich zurück in Uri bin, geht es schnurstracks zum Auto, denn mein Fahrweg beträgt heute noch 3 bis 4 Stunden und es ist dann circa schon 16.30 Uhr. Das heißt, ich muss mich beeilen, denn ich möchte immer im Hellen an meinen neuen Stellplatz ankommen. Dann geht's weiter Richtung Matka-Schlucht. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Nur wenn ihr mal wissen wollt, was man so alleine abends macht. Man isst Rüppchen und arbeitet nebenbei am Blog. Und das mitten in der Altstadt. So, ich habe ganz gut geschafft, den Blog Griechenland habe ich soweit fertig. Und jetzt wollte ich euch mal zeigen, wie es hier jetzt aussieht, abends im Dunkeln. Das ist erstmal Party auf dem Boot. Hier kann man am Strand sitzen. Die ganzen Restaurants haben hier richtig Gewusel. Viele, viele Menschen sind unterwegs
Und hier kann man sogar die Bergdörfer sehen. Da oben seht ihr die Lichter. Strandpromenade und da drüben ist auch noch mal so eine Straße, da ist richtig viel Gewusel, auch für Kinder. Hier sind so kleine Autos und Mopeds, mit denen sie fahren können. Da fährt noch so eine kleine Bimmelbahn. Also hier tobt der Bär abends. Hier vorne ist noch Jahrmarkt mit Tau den Lukas, box den Boxhandschuh oder tritt gegen den Fußball so doll du kannst. Und da hinten ist noch Rummel mit irgendwelchen Karussells und Fahrgeschäften. Also echt richtig viel. Ich wollte euch noch meine Hitzbox vorstellen. Ich habe ja gestern beim Mittagessen einiges übrig gelassen. Und das lasse ich mir dann im Restaurant immer direkt in die Box füllen. Oh, geht mit einer Hand schlecht. So, da ist jetzt mein Essen drin. Und da mache ich dann einfach den Deckel drauf, stecke das Ding in meine Powerstation und dann mache ich es an. Und das erwärmt sich von ganz alleine. Dazu gibt es auch eine App. Über die App kann ich die Temperatur regeln und wie viel Essen in dieser Box ist. Und jetzt kann ich warten und brauche nicht extra Kochtöpfe und alles rausholen. Habe meine heizbare Lunchbox immer dabei. Die App hat mir jetzt gesagt, das Essen ist heiß. Jetzt kann ich es einfach ausschalten, den Strom auch ausmachen und genießen. Und manchmal bin ich sogar so faul, das noch auf den Teller zu machen. Dann esse ich es direkt hier draus. Es dampft lecker. Guten Appetit. Haha, ihr seht mich fast gar nicht. Aber ich kann kein Licht anmachen, weil ich mitten in der Stadt liege hier. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, Kanal abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Bis bald. Lasst euch überraschen, wie es weitergeht auf meiner Tour.